Hey Lars und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, ein paar Tage ist her, da sind wir hier auf diesem komischen Planeten gelandet. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich habe das hier schon eingesammelt, oder? Habe ich kurz vorher gesagt, nö. Ah doch, ich erinnere mich, das war ja, weil die anders aussehen als die da drüben. Ja. Genau, das war das. Ja. Was gibt's Neues? Nicht viel, außer dem alten. Heute ist der Tag, an dem Update 15 oder heißt es Version 15 oder so rauskam. Da wollte ich eben die Aufnahme starten, weil ich dachte, oh, es wird Zeit, nochmal da ein Video rauszuhauen. Und dann, haha. Pech gehabt. Erstmal updaten. Und dann funktioniert das Update nicht so toll. Und jetzt bin ich mal gespannt. Man sagt ja, ne, never play on patch day. Ob das hier auch so ist. Ich glaube, das ist die andere Pflanze da. Muss ich nochmal versuchen. Glaube aber, das wird zu nah sein. Und ansonsten ist halt, ne, im Moment viel, ja. Viel Stress auf der Arbeit. Komme auch immer jetzt neuerdings sehr spät von der Arbeit. Ja, guck mal, da haben wir ja Probe 2 und da hinten könnte mit Glück die 3 sein. Was ich noch vermissen würde, ist, dass ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, hier vorne, ja, gibt es eine andere Art der Pflanze, ne, die habe ich noch nicht hier, dass ich mir dann einen Marker setzen kann. Also so ein Point of Interest oder so, die ich dann oben, die ich hier durchflitschen kann. Mit A, B, C meinetwegen. Und dann halt hier im Kompass angezeigt bekomme, ne? Dann kann ich dann auswählen kann, okay, ich möchte zum Point of Interest A. Und dann wird mir das halt angezeigt, ne? Das wäre natürlich eine super Hilfe, in meinen Augen. Dürfte eigentlich auch nicht so schwer umzusetzen sein, warum das noch keiner gemacht hat. Weiß ich nicht, ob man vielleicht irgendwo Verbesserungsvorschläge einreichen kann, ob die sowas haben. Wäre mal interessant zu wissen. Ich glaube, hier bin ich ja schon lang gefahren, ne? Da habe ich ja nur diese Pflanze hier gefunden. Das heißt, wir halten uns mal ein bisschen hier. Und ein bisschen gucken, dass der Buggy nicht zu sehr hier unter diesem tollen Gelände leidet. Boah, ja. Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Likes im letzten Video und die zahlreichen Kommentare wieder. Ich hoffe, ihr habt die alle beantwortet. Wenn nicht, ich schaue dann nochmal rein. Sowas versuche ich meistens immer in der Mittagspause zu erledigen, wenn ich dazu komme. Da, guck mal, mit etwas Glück. Na, ich glaube aber, das ist auch diese andere komische Pflanze hier, ne? Wir versuchen es mal. Ich glaube, hier gab es ja 5 auf dem Planeten, oder? Boah, was ein Schwein. Hier die letzte. Sauber, aber. Ja, ich habe die Patch-Notes ein bisschen durchgelesen. Also viel hat mir das jetzt nicht gesagt. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Weltbewegendes, was da jetzt geändert worden ist. Mal gucken, wie die das dann Update 15 nennen. Version 15. Irgendwas mit Targuiden. Aber mit denen habe ich ja noch keinerlei Bekanntschaft gemacht. Jetzt nehmen wir mal hier diesen Pilz hier mit. Also kann ich ja nicht. Der ist gerade nochmal nachgewachsen. Na komm. Irgendwelche UI-Improvements stand drin, AI, also die KI muss wohl ein bisschen besser geworden sein. Es gibt auch schon wieder eine Liste von bekannten Fehlern, das ist dann auch immer geil, wo ich mir dann denke, ja, wenn ich das weiß, warum behebe ich die dann nicht, bevor ich das release? Weil ist ja jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, dieses Update, oder? Ändert das jetzt so viel? Vielleicht weiß einer von euch mehr.
ob es da jetzt so bahnbrechende Änderungen gibt, vielleicht in Bezug auf den Targuidenkrieg oder so, vielleicht ein neues Chapter. Ja, hier wären auch welche gewesen. Da kann ich leider nicht viel zu sagen. Weil, wie gesagt, ich habe mich da noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, wo die sind und was man gegen die macht. Und ich glaube, da wäre ich sowieso eine Lachnummer gegen. Weil das ist, glaube ich, mehr so Endgame-Content. Targuiden. Aber irgendwann kommen wir da bestimmt auch an. Ach komm, ernsthaft? Bin doch jetzt total weit gefahren. Ah ja, danke, James. Hab ich gedacht, yo, siehst du den nächsten Spiralpilz von da hinten? Kannst du dir den gönnen? War das immer noch nicht weit genug? Da haben wir schon 1% abgezogen bekommen. Ist da hinten, sind da welche? Ich glaube schon. Alter, siehst du dir ein Gelände, ne? Naja, naja. Oh ne, sind doch. Das ist wieder dieses Pflänzchen hier. Zum Glück habe ich mich eingeloggt und es ist hier immer noch hell oder wieder hell oder es wird gar nicht erst dunkel, da wo ich jetzt hier gelandet bin. Auf jeden Fall habe ich gedacht, boah, bitte nicht, dass das jetzt schon wieder dunkel ist und man muss entweder drum rumfliegen oder ganz weiter abhauen. Joa. Sind nicht so oft, ne, diese... Aber man kann jetzt schön mit dem Controller das Fahrzeug hier fahren, entspannt, ne, das Gas, man hat viel mehr Gefühl am Gas und man kann sich schön zurücklehnen im Stuhl. Was auch nicht verkehrt ist, jetzt weiß ich nicht, sind das da hinten die ich schon habe? Das könnten welche sein. Könnten aber auch die sein, wo ich schon war. Boah, was meinst du, was das auf den Rücken geht, wenn du da nicht so einen ultra krassen LKW-gefederten Sitz hast? Jeder, der schon mal in einem LKW saß, weiß, was ich meine. Ich nehme mich da gerne meine Bundeswehr-LKW-Führerscheinausbildung. Junge, da war ein Sitz drin im Gelände. Mega. Ich glaube, da brauchst du ja auch, aber so wie das aussieht, sitzt der hier steif auf dem Fahrzeug. Jetzt wird das nämlich so nachwippen. Und ja, da freut sich die Wirbelsäule auf jeden Fall, der Chiropraktiker, wenn wir, ist Chiropraktiker oder nochmal Physiotherapeut, der wird sich freuen, wenn wir wieder in die bewohnten Regionen kommen, da haben wir mit irgendwas aufgesetzt. Da sehe ich zwei, aber ich habe das dumpfe Gefühl, das sind die, die wir schon haben. Ja, mal gucken, vielleicht, ob wir jetzt diese Folge hier nur hier auf diesem Planeten unterwegs sind. Ah ne, so viele standen da glaube ich nicht, aber das ist bestimmt auch zu nah an dem anderen dran. Nicht so das dumpfe Gefühl. Oh komm. Ernsthaft. Diese Stille, ne? Also da hinten war ich das nicht weit genug weg. Das ist nicht weit genug weg. Leute, wie viele Kilometer muss ich denn da wegfahren? Ja, noch ein Antrieb. Haben wir noch was weiter in diese Richtung hier? Richtung Null, quasi Richtung Norden. Gibt es auf anderen Planeten auch Norden? Wäre ja, interessant, ne? Weil es gibt ja, nicht jeder Planet hat ja Nordpol oder so.
Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, müsste es ja immer einen geben. Also zumindest, also nicht Nordpol, aber halt einen geografischen Norden. Oder vielleicht hat jeder Planet auch wirklich dann doch so Pole? Ich weiß das gar nicht. Wäre mal interessant, das rauszufinden. Ich habe so das undumpfe Gefühl, dass das keinen gibt mit diesem Pilz. Weil der ist jetzt hier nicht so mega vertreten und man muss ja irgendwie ultra weit fahren. Wing, wing. Und so ein Buggy, den man noch zu zweit fahren könnte, das fehlt auch, ne? So ein Zweimann-Buggy, wenn ich jetzt überlege, ich wäre mit einem, mit irgendeinem von euch unterwegs. Oh. Dann bräuchte ich ja entweder ein Raumschiff, wo zwei drin sind, damit jeder einen fahren kann. Oder der eine bleibt halt stumpf im Raumschiff und sagt, ich trinke Kaffee, während du da draußen rumeierst. Ey, ich sehe nichts, ne? Also es fehlt auch so ein Zweimann-Buggy, wie gesagt, finde ich auch, wär eine Idee. Also die können mich gerne mal anrufen oder so, ich kann denen gerne meine Ideen erzählen und dann können die das ja implementieren. Also ich glaube, so ein Zweimann-Buggy zu bauen ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, wenn man das Grundgerüst der vorhandenen Buggys schon nimmt. Müssen ja nicht nebeneinander sitzen, und die können ja auch hintereinander sitzen. Zum Beispiel das hier in der vergrößerten Form, das der vorne der fährt und hinten der bedient halt hier diese Kanone oder was das ist da oben. Darf doch nicht wahr sein, ey. Ich bin bestimmt gar nicht mehr in dem Gebiet von dem Scheiß, ne? Was ist denn da oben? Ist das ein Berg? Ja. Das ist das, was ich meine, ne? Also warum kann ich mir das jetzt hier nicht anzeigen lassen auf einer Karte so, ey. Du hast es aus dem Weltall gescannt, du befindest dich hier auf dem Planeten und hier wächst nur nix. Keine Ahnung. Hier scheint ja gerade echt nichts zu wachsen. Weil, wie, ne, ich bin jetzt hier, ich hab hier Pause gemacht und hab hier ausgelockt beim letzten Mal. Hab also null Ahnung jetzt grob, wo ich bin und in welche Richtung ich fahre. Und, jetzt müsste ich mein Raumschiff holen. Irgendwo vom Planeten wegfliegen. Ziemlich, also ein bisschen weiter sogar, damit ich mir das anzeigen lassen kann, ne. Wo was ist. Also so für so eine grobe Übersicht und dann wieder hier hinfahren. Warum kann ich nicht hier, ne? Hallo? Systemkarte geht hier gar nicht. Warum sollte man auch die Systemkarte hier am Boden aufrufen können? Warum kann ich mir das dann da nicht anzeigen lassen? Boah, der geht mir ja schon richtig auf die Nüsse, der Planet hier. Stein. Boah, schon nur noch 91%. Ja, das ist natürlich der Kack, ne? Aber das ist mir jetzt echt zu mies. Wir machen das jetzt per Raumschiff. Wir fliegen das jetzt hier per Raumschiff ab. Also ich kann jetzt hier nicht 3 Tage lang hin und her fahren. Warum könnte ich mich denn nochmal umgucken? Handbremse gezogen. Handbremse gelöst. Müsste irgendwo vor uns runterkommen. Jetzt nicht mehr. Weil da ist ja sonst auch voll langweilig zuzugucken, ne? Ey, Schiff. Ich habe halt Angst, dass ich mir hier meinen Buggy komplett schrotte und dann nicht mehr auf Expedition gehen kann. Bom. So, irgendwer hat mir geschrieben, ich kann da auch anders drunter fahren, Hauptsache drunter.
Aber hier? Ja, hier bietet es. Ah. Hier bietet sich jetzt an, von hier zu kommen. Boarding leuchtet. Nein! Nein, 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 nein! Oh. Das Schiff hat auch schon Schaden genommen, das ist interessant. Schiff zurückgeordert. Aber jetzt setzen wir in die. Nee. Bisschen hier rüber. Damit das hoffentlich hier wieder irgendwo landet. Was ein Reinfall, ne? Das Woche, ja. Anfänger. Wo bist du? Sehr gut. Jetzt aber. Einsteigen. Ja, so jetzt nach einer Woche hier auf dem Planeten im Buggy gepennt. Endlich wieder im Raumschiff. Ich denke, nehme mal an, dass man da ein Bett drin hat oder so. An Bord des Mutterschiffs, Kommandant. Flugbetrieb vor. Ich sollte nicht so schnell fliegen. Aber waren das jetzt die, die wir schon hatten? Ja, ne, das sind die vier, wo ich schon war. So, warte mal, da hinten ist auch noch einer. Das heißt, wir müssen mal in diese Richtung. Grob. Genau, hier ist noch einer. Wir müssen auch abstellen können, dass diese Bildschirme sich aufploppen. Warte mal hier, guck mal. Den können wir mal versuchen. Fahrwerk runter. Fahrwerk ausgefahren. Ja, der schafft das schon irgendwie, ne? Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass der auch nicht funktionieren wird. Da hinten sehe ich aber noch einen. Ich versuche es gerade mal manuell. Jetzt hat er wieder übernommen, ja, also geht doch einfach runter. Guck mal, der ist blau. Ja, ja. Jetzt so boom, genau da drauf. Er schaltet aus. Ist es der? Warte mal. Bereiten Sie sich auf Oberflächenoperationen vor. Werkzeug Gentix Hitler bereit. Aber ist er denn, warum ist er denn so ein kleiner Scan nur? Ah, perfekt. Ja, aber No Man's Sky, ne? Kannst du hier mit deinem Handscanner, scannst die ganzen Planeten ab. Und hier, soweit kann ich ja gucken. Wie der scannt. Das ist doch cool. Komm.
Ja, das hätte auf jeden Fall ewig gedauert, ehe wir den gefunden hätten mit dem... Was ist? Gerät? Ja gut. Und da hinten habe ich gesehen, da gibt es noch mehr. Der verdient hier aber ordentlich Energie, ne, im Anzug. Gehen. Das ist hier, könnt ihr sogar jemand mitfliegen. Aber der wäre dann, wenn ich mit dem Buggy unterwegs wäre, dann könnte er mir halt mit dem Raumschiff hinterher fliegen. Ne? Das wird halt, glaube ich, gehen. Aber macht halt gar keinen Sinn, so gesehen. Und wo habe ich das jetzt eben gesehen? Jetzt hat er sich so oft gedreht. Da, guck mal, da. In der Hoffnung, dass das jetzt schon weit genug ist. Wobei ich... Naja, schwer zu sagen, wenn man die Strecke überfliegt. Aber auch, ja komm. Wie der sich hier anstellt, ne? Guck mal. Ja, ja, jetzt kurz vorm Ende klappt das bestimmt wieder nicht. Ja man, da hinten ist noch einer. Aber hier, der wäre natürlich schon Premium, wenn das hier funktionieren würde. Und wie er beim Laufen das so hoch nimmt, als wäre das eine Pistole oder so. Ich würde das einfach runterhängen lassen. Hier ist blau. Ach, die habe ich schon, oder? Boah! Geilo. Ja man. Gönn dir. Mhm. Aber ich hatte eigentlich den gesehen, glaube ich. Ne? Ja. Das ist das, was wir schon haben, ne? Ja, dann ist das da hinten, das ist das andere. Aber dafür können wir jetzt mal den Buggy holen. Und die letzte Probe von dem letzten Teil mitnehmen. Was ich gesagt habe, ich wollte ja, glaube ich, diese drei Sachen mitnehmen. Dann haben wir das erledigt. Gibt bestimmt das ein oder andere Kreditchen. Boah, jetzt kann ich eigentlich schon kaum erwarten, dass wir zurück sind. Dabei haben wir noch nicht mal die... Nicht mal die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Ich hatte gar nicht in die Kommentare geschrieben, ob ihr das sehen wollt alles oder nicht. Oder ob ich das so ein bisschen offscreen alleine machen soll. Und, da stand jetzt wieder Rumpf 100%. Repariert der den hier drin? Ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ja, ob ich das alleine machen soll oder ob ihr da mitreisen wollt. Gucken, was man so findet. Ich glaube, so viel unterschiedliche Sachen entdeckt man ja gar nicht, ne? So, warte mal. Bom, bom, bom. Hier, das ist das andere Zeug. Oh. Batz. Ja, aber trotzdem, ja, direkt drin geparkt. Codex-Eintrag Frutexa Flavellum grün erzeugt. Okay, die habe ich also auch anscheinend noch nie entdeckt. Dazu ist diese Gattung Frutexa Schlag mich tot. Ich versuche mal hier aus diesem... Warte, jetzt können wir schon mal wieder,
Der Sound ist halt geil, ne? Ich glaube, da haben die auch irgendwas dran gefixt, so ein paar Sachen. Schon in den Patch Notes bei Sound und so. Ich bin ja froh, dass überhaupt noch dran gearbeitet wird, ne? Das war ganz vorneweg. Ist nicht selbstverständlich bei einem Spiel von dem Alter. Aber ich bin dennoch der festen Überzeugung, die könnten da mehr rausholen, als sie tun. Was hat das denn schon wieder für einen Stein jetzt? Gib Kumi! Oh. Ja. Das dürfte wohl weit genug weg sein. Die wachsen aber auch nur auf diesem verkackten Boden hier, ne? Nein! Ja. Was ist denn heute los, ey? Du flinken Finger. Es ist spät und ich habe halt zu lange an der Tastatur gesessen wahrscheinlich. So, die dritte kriegen wir auch noch. Und dann kann es endlich weitergehen. In den Weiten des Alls. Ja, fahren wir mal da Richtung Schiff. Guck mal, da sehe ich doch was. Da haben meine Adleraugen was entdeckt. Ich glaube, ich habe Antworten bekommen darauf, was ihr so macht. Warte mal. Und ist eine, wenn ich mich recht erinnere. Die habe ich sogar noch offen, weil ich da noch drauf antworten muss. Nee, ich möchte meine Schlafdaten jetzt nicht sehen. Drei. Aussteigen. Und zwar. 1969 Hawk sagt, gespielt wird alles außer Passagiermissionen. Okay, warum nicht? Also ich finde die ganz entspannt. Ich habe da mal so ein paar gemacht. Ich meine, die lohnen sich jetzt nicht so. Aber oder es gibt welche, die sich lohnen, ja. Wenn man weiß, wo und wie man die annimmt und so. Und Markus 0108 oder 08 hat kommentiert, dass er erst seit letztem Jahr spielt und 99% Erkundung unternimmt und 1% Dinge macht, die er nicht kann. Ja, kenne ich. Werkzeug eingefahren. Ich mache von allem irgendwie immer so ein bisschen. So, jetzt bin ich auf ne, Passagiermission. Wenn ich zurück bin, vielleicht wäre auch der coole große, was ist Beluga-Liner oder so? Der Beluga. Wäre ja auch was. Ne? So den mal zu kaufen. Ich habe die kleine Variante von, die Dolphin heißt es, glaube ich. So Weltraumbusfahrer, ne? Omsi dann im Weltall. Na, warum nicht? Weiß ich aber, dass der Hawk wahrscheinlich nicht zugucken wird, weil ihm das dann... Wie soll ich denn... Alter, was ist denn das? Pass auf. Das ist doch ein Witz. Ach, der ist noch gar nicht gelandet. Macht der denn noch was? Wir fliegen mal... wir fahren mal dahin. Wo es hoffentlich ein bisschen ebener ist. Die Frage ist, wo soll das hier sein? Ja, aber mal gucken, das dauert ja bestimmt noch die ein oder andere Folge, ehe wir überhaupt mal da angekommen sind, wo ich jetzt hin will. Wenn es dann überhaupt schon weit genug weg ist. Ne? Wenn man schon mal sich den Weg gemacht hat, vielleicht fliegen wir auch noch 100 Lichtjahre weiter, weil da immer noch Systeme sind, wo schon überall einer war. Versuchen wir es mal hier. Ne, dann geht es natürlich, denke ich mal, weiter irgendwie. Oder irgendwas zwingt mich zur Umkehr. Kann natürlich auch passieren.
Beispiel, wenn das Schiff jetzt wieder nicht will. Versuchst du das jetzt schon wieder da? Nee. Man weiß es nicht. Man spielt halt so, wie man Lust hat, ne? Wow. Da bin ich mal gespannt, ob einer von euch mir sagen kann, was jetzt an dieser Version 15, was sich da so grundlegend ändert, warum das Version 15 heißt oder Episode 15 oder so. Auf jeden Fall große 15 und es waren 10 GB. Also. Das kann ja nicht so geringfügig gewesen sein, eigentlich. Wenn man da 10 GB geladen hat. Oder kann natürlich auch sein, dass man das ganze Spiel neu runtergeladen hat. Da gibt es ja auch einige Spiele, die bei Updates nicht gewisse Dateien austauschen, sondern ja, so gesehen halt komplett, ne? Das Spiel einfach komplett neu runterladen. So, die Route wieder berechnen. Ach, noch 99 Sprünge. Ja, so. Welche Ecke rum? Was, wie man früher zum Zigarettenautomaten wollte. Ziel verdeckt. Ja. Wir sagen tschüss. Und machen uns auf und davon. Er hat das damals immer gesagt, war Superman. Und das sieht gerade bekannt vor, also aus meiner Kindheit irgendwie. Auch cool, ne, wie dieser Übergang ist zu, dass es dann dunkel wird. Weil man die Atmosphäre verlassen hat. Nice, 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 nice. So, wir sind aber immer noch nicht hoch genug. Mal ein bisschen umgucken. Da, das liegt. Aber da hinten diese leuchtende Kette, ne? Die leuchtet ja schon echt krass hell. So, wenn ich jetzt dem Ball folge, dann müssen wir hier und dann drücken wir schon mal J. Ja, nur 38,5 Lichtjahre ist ja nichts. Kann man mal einen Abstecher hinmachen. So, ich merke mir derzeit mal die Zeit. 33, alles klar. Mach mal die Karte auf. Ja, langsam enden. Ah, hier gibt es nur den einen, alles klar. Das kommt hier in letzter Zeit öfters vor, ne? Hätte immer nur so einen. Nicht so wirklich große Sonnensysteme müsste es sein. Ja, Frieda im Hintergrund quatscht mir wieder die Ohren voll. Ich finde diese weißen Sterne am besten, ne? Diese machen so ein cooles Licht. 30% nur. Okay. Jetzt habe ich eigentlich gesehen, hat das schon mal einer entdeckt hier? Ja, der Brain Dancer.
Oh, nicht schlechter Name. High-Metall-Content Body gescannt. Entfernung 494 Lichtsekunden. Toxic Carbon Dioxid. Also 7 Planeten ist, glaube ich, immer eine ganz gute Zahl. Ist das jetzt hier hinter? Entfernung 2900. Ja. 7 ist immer okay, da kann man. Kann man schnell mal drüber scannen. Also 30 sind wie letztes Mal. Das ist schon so, wo man sagt, huh. Also spannend ist dieses Minigame ja jetzt auch nicht. Und weg hier. Da unten steht Pleutur HMU B580 unbekannt. Da steht jetzt auch nicht, was das für ein Stern ist. Und dann jage ich heute noch die Folge für euch raus. Ihr werdet sie aber erst morgen zu sehen bekommen, weil YouTube irgendwie immer schreibt, das braucht so 3 Stunden zum Rendern. FSA nicht bereit. Ah, auch wieder 7, auch nicht schlecht. Können wir wieder ein bisschen tanken hier. Können wir noch ein bisschen näher? Ich glaube, bis 170 ging es oder so, ne? Genau. So, und dann schauen wir doch mal. Aber interessant, ne? Also, der das eine System hier vorgescannt hat, der ist. Der war nicht hier, der Brain Dancer. Ja. Entfernung 247 Lichtsekunden. Carbondioxide behält was viel. Der letzte sah cool aus. Aber ich finde diese halt einfach auch dieser Gedanke dahinter cool, dass ich jetzt hier meine Daten von dem System halt hochgeladen habe auf die einschlägigen Seiten. Und dass sie jetzt da halt vertreten sind, ne? Weil ich die ja jetzt hochgeladen habe, weil das war da nicht vorhanden, das System. Und keine Ahnung, das ist halt cool, ne? Das ist jetzt irgendwo festgeschrieben, ich habe da so einen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, das nächste ist auch unbekannt. Wenn ich dann zurückkomme, gibt's was Spezielles, wo man das verkaufen sollte, diese Daten? Also wo man mehr bekommt als bei anderen Sachen? Oder ist das eigentlich Pott wie Deckel? Ah, ich habe den Scan vergessen. 17. Das ist dann wieder so ein System, wo man sagt, boah, 17. Wenn jetzt hier nicht alle auf einem Knubbel liegen, dann... Kadesatte Stil. Das klingt doch schon komisch. Codex-Eintrag Standardgasriese erzeugt. Ich habe jetzt eine Reportage im Radio gehört, auf dem Weg zur Arbeit, dass wir uns auf verschiedenen Planeten auch anders anhören würden, weil die Atmosphäre anders ist. Da hätte jeder eine andere Stimme. Die haben dann so Beispiele gebracht. Also das war schon auf manchen Planeten echt gruselig, so wie als wenn wir so einen Stimmverzerrer jetzt benutzen würden. Für so Horrorfilme oder so. Das wäre dann halt, wird sich jeder halt so anhören. Total faszinierend. Auch dann haben die gezeigt, wie sich eine Orgel zum Beispiel auf der Venus anhören würde und so total verstimmt. Ah, ich sehe schon. Das System hier sich zu scannen ist ja nicht so
Rocky Body gescannt. Noch nicht so ergiebig. Ja, hat er 10.000 Credits gebracht. Aber immerhin haben wir voll getankt. Auch nicht verkehrt. Ich glaube, mit diesem weit wegreisen erfüllt man ja auch irgendeine Ingenieursmission. Da muss man irgendwie und so 4.000 Lichtjahre gesprungen sein. Damit er einen einlädt. Dann weißt du nicht mehr, welcher es ist. Und ich weiß vom Startpunkt aus, glaube ich, hat das berechnet. Würde ich jetzt sagen, in meinem müden Köpfchen, wenn ich 50 mal oder 100 mal 50 Lichtjahre springe, habe ich ja schon, glaube ich, 5000. Ja, 5000 Lichtjahre überbrückt und ich glaube, es waren 3000 oder so. Content Body gescannt. Entfernung 6200 Lichtsekunden. Landbar. Keine Atmosphäre. B. 5. Heimmetall Content Body gescannt. Entfernung 6100. Da gab es einen Codex-Eintrag. Landbar. Keine Atmosphäre. Ich glaube, das gibt auch nochmal Geld, ne? B. 4. Heimmetall Content Body gescannt. Entfernung 6000. Grob 100.000 hat das gegeben. Man ganz schön hot hier noch. So. Zwei. Rum. Ja, gleich ist meine Aufnahmezeit schon vorbei. Dann geht es zum nächsten Abendpunkt weiter. Abendprogrammpunkt hier zu Hause. Ja, wow. Die heißen jetzt mittlerweile anders, die Systeme. Jetzt mal Pleutua. Okay, dann müssen wir einmal rum. 17. Magische Zahl 17. Ah, da waren jetzt schon wieder Menschen dabei, die ein bisschen mehr Kohle gebracht haben. Jetzt schon. Fehlen noch 6. Icy Body gescannt. Entfernung 10.9000 Lichtsekunden. Wann spielt ihr denn meistens so? Spielt ihr in der Woche abends? Spielt ihr das am Wochenende? Icy Body gescannt. Entfernung 11.000 Lichtsekunden. Landbar. Keine Atmosphäre. Wäre auch mal cool zu wissen. 1. Icy Body gescannt. Entfernung 11.000 Lichtsekunden. Nimm es doch ran. Lass mich doch rein jetzt. AB 6
Es ploppt auf, aber nimmt es nicht. Mal erst hier, weiter. AB 4, IC Body gescannt. Entfernung 506 Lichtsekunden. Landbar. Tin Argon Esmas 4. AB 1, IC Body gescannt. Entfernung 204 Lichtsekunden. Ziel zu nah? Tin Sulfurdioxide Esmas 4. Ernsthaft? Was heißt denn zu nah? B 2, IC Body gescannt. Entfernung 204 Lichtsekunden. Jetzt sind bestimmt keine Atmosphäre. Die drei, die hier sind. 5. Sudarsky Class 1 Gas Giant gescannt. Entfernung 1100 Lichtsekunden. Helium. Es gibt zu nah? Oh, hier blinkt doch auch irgendwas. Bing, bing, da droppen die E-Mails rein. Warte mal, dann. Müssen ja eh einmal rum. Und den Pudding hier oben. Wir sind jetzt weit genug entfernt. Wo sind wir jetzt? Da kann ich reinspringen. Ich wollte gerade sagen, Verkackeier, wen anders, mein Gott. So, der letzte jetzt noch. But where is it? Ja. Abgeschlossen. So, was haben wir denn hier? Haben wir eine Atmosphäre? Biologisch 1, mies. Entfernung 242 Lichtsekunden. Carbondioxide Atmosphäre. Biologisch 1. 1. Na, das ist nicht so ein System, wonach wir gucken. So, jetzt nach einer Stunde quatschen, merkt man schon, mein Gehirn so ein bisschen so bäh, bäh. Wird Zeit, ne? Für die Haier, wenn der Tag morgens schon um 5 beginnt. Na toll. Haben wir denn da so einen einer Kandidaten? Muss ich gerade mal einen großen Schluck trinken. Und täglich grüßt das Murmeltier. Sieht ein bisschen anders aus. 19. Ach, du ahnst es nicht. Ja, mit Sicherheit auch schon einer, ja. 6. Heimetall Content Body gescannt. Entfernung 72 Lichtsekunden. Landbar. Keine Atmosphäre. A. 5. Heimetall Content Body gescannt. Müsste sich mal merken, wo auf der Skala die. Lichtsekunden. Landbar. Keine Atmosphäre. Signale sind für die mit dem Planeten, die richtig Kohle machen. Ja, die terraformierbaren Planeten, die bringen auf jeden Fall Asche.
Oder noch was? Nee. Entfernung 461 Lichtsekunden. Landbar. Keine Atmosphäre. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel habe ich denn schon? Ah, da ist der letzte. Ja, falsch geklickt. Landbar. Titanoxide Etmas 4. B. 4. Heimetall Content Body gescannt. Entfernung 429. Du hast keine eingelagerten Schiffe. Landbar. Keine Atmosphäre. Dann können wir uns den mal angucken hier. 3. Heimetall Content Body gescannt. Den nehmen wir mal. Ihr wisst ja. Ich lande nicht so gerne oder verweile nicht so gerne im Weltall. Übrigens sieht das sehr cool aus, worauf wir dazu fliegen. Diese ganzen bunten Punkte. Jetzt kann ich mich gerade nicht lesen. 424 Lichtsekunden. Das ist auch gar nicht so weit weg. Nicht so wie letztes Mal hier mit 425.000 Lichtsekunden. So, jetzt wieder den Trick mit der 7. Übrigens, danke für den Tipp in den Kommentaren. Ich habe mir die 70% auf eine Tasse gelegt. Ich denke, das reicht. Ich weiß nicht, wo ich sonst 10, 20, 30, 40, weiß nicht, wo man das sonst benutzen soll. Vielleicht im Kampf oder so, könnte ich mir vorstellen, dass man das da vielleicht gebrauchen kann. Aber sonst, ich kann mal überlegen. Ich glaube, das war rechte Maustaste. Auch nett. Ein Rosa. Würde meine Tochter, wird ja voll ausflippen, ne, bei so einem Planeten. Fände die total cool wahrscheinlich. So, da wird er größer. Sieht so ein bisschen aus wie unser Mond, zumindest von hier. So. Oben ist auf jeden Fall eine Eiskappe. Bakterium-Tubus Tusok. Tusok? Was? Tumus? Tusok? Tusok? Tubus. Ja, dann. Schauen wir mal, dass wir den Tubus uns holen. Und Tusok war ja auch da, meine ich, ne? Nein. Tubus. Na? Tusok. Ja. Also den Rand da. Am besten anpeilen hier so. Man kann auch so reinkommen. Habe ich letztens ausprobiert. Das hat auch mal funktioniert. Man darf halt nur nicht zu schnell sein. Aber grob so an der Grenze hier. Und jetzt gleiten wir einfach hinein. Wie die ganze Kiste klappert, ne? Aber ich ahne Böses, das sieht schon wieder aus, als wäre das so ein ultra hügeliger Planet. Ziemlich viele Löcher, ne? Da so ein großes Loch.
Oh, da haben wir schon das erste. Ist die schwarz? Fahrwerk ausfahren. Sieht schwarz aus, ne? Aber das ist nur die eine Gattung, die ich jetzt hier sehe. Schauen wir mal rein. Schauen wir uns das erste doch mal an. Hier war doch ein ganzer Busch da. Ah, nicht schwarz. War auch äußerst interesting. Steigen wir mal aus. Schnappen uns mal unser Gerät. Ja. Wird das die Texas Chainsaw Sampler? Yay, Erstbetretung. Kleiner Schritt für den Elrond, aber ein großer Schritt für die Menschheit. So, die sehen wirklich cool aus. Mal gucken, welches es ist. Tusok oder das andere mit T. Tubusse. Ja gut, ergibt Sinn. Tubus ist, glaube ich, Latein für Röhre oder so. Das kann gut sein. So, wenn ich mir das aber gerade richtig angucke, ist es schon wieder soweit. Ne? Ich muss mich von euch verabschieden mit dieser coolen Pflanze im Hintergrund. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen da. Dann weiß ich, dass ich gut gemacht habe. Und wenn du das nächste Mal dabei sein willst, wenn es hier weitergeht, dann drück hier irgendwo auf Abonnieren. Wird hier irgendwo eingeblendet und dann kannst du da drauf drücken. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht, und verpasst auch keine weitere Folge. Ansonsten würde ich mich freuen, dich nächstes Mal wiederzusehen. Ja, und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen tollen Tag, eine super Woche. Mach das Beste draus und bis zum nächsten Mal.